Wahrscheinlich hat sich jeder von euch da draußen schon mal gefragt, welchen Reifen montiere ich mir als nächstes an mein Mountainbike. Manch einer meint ja schon, den besten Reifen gefunden zu haben, nur um dann festzustellen, dass ein anderer vielleicht doch noch besser ist. Heute gibt es kein Marketinggeschwurbel oder irgendwelche Versprechen, dass irgendein Reifen von irgendeinem Hersteller besser ist wie ein anderer. Dieses Video hier ist übrigens ein zweiteiliges Video. Es gibt ein Video, da geht es nur um Hinterreifen und ein zweites Video, da geht es nur um Vorderreifen. Wir werden einen genauen Blick darauf werfen, was wirklich der beste Hinterreifen oder der beste Vorderreifen für dich da draußen sein kann oder sein wird. Von allen Reifen am Fahrrad, also von allen, es gibt eh nur zwei. Aber von beiden Reifen, die es am Fahrrad gibt, ist einer dafür verantwortlich, dass ich die Richtung halten kann. Einer dafür verantwortlich, dass es mir nicht auf die Nosen haut. Einer dafür verantwortlich, dass ich dorthin fahre, wo ich auch hin will. Hinterreifen soll machen, was er will, der muss eh hinten nach. Habt ihr schon mal ein Radl gesehen, bitte, wo der Hinterreifen nicht automatisch hinten nachkommt? Bei den meisten Fahrrädern kommt der Hinterreifen automatisch hinten nach. Dem bleibt gar nichts anderes übrig. Richtig, der Vorderreifen muss aber entscheiden, wo es hingeht. Gemeinsam mit dem Fahrer, der Fahrerin, entscheiden die alle drei dann, wo es hingeht. Aber der Vorderreifen hilft, dass es wirklich dorthin geht, wo der Pilot, die Pilotin hin will. Und dazu brauche ich einen ordentlichen Vorderreifen. Speiche, Felge, Reifen. Dann sollte ich grundsätzlich Felgenbreite, sagen wir X, jetzt wird es mathematisch. Gesamte Reifenbreite maximal 2x, damit ich mir nicht einen zu breiten Reifen auf meine Felge drauf dingle und das Ganze dann sehr ballonartig auf einer kleinen Fläche thront. Das wollen wir nicht. Welche Reifen von den vielen Reifen, die es da jetzt gibt, sollte ich mir jetzt aber an mein Bike dingeln? Beginnen wir mit dem ersten und fast wichtigsten Punkt. Wo fahre ich? Das Wo bezieht sich jetzt nicht nur auf den Ort, wo ich fahre, also auf befestigten, eher flachen Wegen, vielleicht sogar Fahrradwegen oder mehrere im hügeligen Gelände, auf Single Trails, auf steinigen Boden, auf matschigen Boden. Es bezieht sich auch auf das Wetter. Es macht euch einen großen Unterschied, ob ich bei trockenen Verhältnissen unterwegs bin, ohnehin immer, weil ich bei Regen sowieso nicht rausgehe, oder ob ich regelmäßig auch auf weichen, matschigen Boden unterwegs bin. Was ich bei einem Vorderreifen wirklich will, was ich bei einem Vorderreifen eigentlich hauptsächlich will, sind schöne Stollen. Möglichst hohe Stollen, nicht unnötig hohe Stollen, wenn wir fahren nicht nur im Gat spazieren. Aber schöne, stark ausgeprägte Seitenstollen, die ich brauche, wenn ich in die Kurven gehe. Warum brauche ich gescheite Seitenstollen, wenn ich in die Kurven gehe? Naja, wenn wir kurz darüber nachdenken, werden wir drauf kommen. Wenn wir in die Kurve gehen und das Vorderrad rutscht weg, dann macht es einen Gläscher und es tut ein bisschen weh. Weil dann haut es uns auf die Nase. Und das wollen wir eher nicht. Deshalb wollen wir Reifen, die in der Kurve uns und dem Rad guten Halt bieten. Deshalb soll vor allem am Vorderrad vorne ordentliche Seitenstollen dabei sein. Und auch wenn ich eigentlich auf flacheren Terrain unterwegs bin und vielleicht ohnehin nur bei Sonnenschein unterwegs bin, kann die Art und Weise, wie ich fahre, also umso rabiater und planloser, umso eher brauche ich auch einen wilderen Reifen. Wenn ich wild unterwegs bin, brauche ich vorn vielleicht ein Magic Mary. Wenn ich normales 12 Gefahre mache, reicht mir hinten und vorne ein Nobenick. Nur als Beispiel, gibt auch Reifen anderer Marken, wir wissen es. Warte, mein Heferl steht. Wir müssen schon dringend zwischendurch was. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Nachdem wir jetzt wissen, wo wir fahren, nachdem wir wissen, bei welchem Wetter und wie wir fahren, ist die Frage, was ist mir eigentlich wichtig? Rollwiderstand, Grip und Pannenfestigkeit. Wenn ich was als Vorderrad schnallen will, dann eher die softe Variante, weil vorne will ich verbindlichen Grip. Wenn ich mir was aufs Hinterrad schnallen will, dann eher die härtere Variante, weil hinten habe ich sowieso erhöhten Verschleiß und ich will nicht Reifen wechseln müssen so oft, sondern ich will, dass die Dinger länger halten. Also ich bin mit der Max-Terra-Mischung immer super gefahren, ich habe nie ein Problem gehabt, ich habe nie einen Max-Grip gebraucht, um Gottes Willen schon gar nicht am Hinterrad, am Vorderrad eigentlich auch nicht. Also ich brauche auch kein super Soft. Von den anderen Reifen am Vorderrad, ich komme mit Soft super über die Runde, über die Bühne, hätte ich fast gesagt. Ne? Wer sich am Hinterrad an Super Soft montiert, der hat entweder zu viel davon oder zu wenig davon. Also ich brauche das wirklich nur dann hinten an super soften Reifen, wenn mein Ego, ne, oder ich zahlt wie dafür. Jeder durchschnittlich begabte Mensch da draußen reicht, wenn er einen Softreifen am Vorderrad hat und am Hinterrad einen griffigeren, härteren Reifen.
Probiert es aus, ihr werdet sehen, ich habe nicht ganz Unrecht. Ich kann auch festere Karkassen verwenden, wenn ich mehr Grip haben will, weil ich Reifen mit dickeren Karkassen mit weniger Luftdruck fahren kann und dadurch mehr Grip generiere. Und wenn ich dann ungefähr weiß, welchen Reifen ich aufgrund dieser ganzen Auswahl treffen könnte, dann habe ich noch eines zu bedenken. In der Regel werden die Reifen mit zunehmender Pannenfestigkeit auch schwerer. Wir haben hier zum Beispiel eine Super Trail Variante und hier die Super Gravity Variante vom gleichen Reifen. Obwohl der in einer Schachtel ist, spüre ich richtig, wie der Reifen viel schwerer ist wie der Reifen. Der Reifen aber in den meisten Fällen genauso ausreichen wird, weil das Profil ist ja das gleiche. Die Gummimischung ist ja in beiden Fällen auch die gleiche. Der einzige Unterschied ist dieses Stoffgewebe-mattenartige Ding, das im Reifen drin ist, die Karkasse, die mich vor Pannen und so weiter schützen soll, die dem Reifen Stabilität gibt und die aber dann letztlich auch ein bisschen aufs Gewicht aufträgt, wenn halt mehr davon drin ist, wie wenn weniger davon drin ist. Will ich wirklich ultimative Pannensicherheit und Grip, aber schleppe das schmeiste Gewicht mit, die meiste rotierende Masse, die ich jedes Mal von Neuem beschleunigen muss, wenn ich vorher abgebremst habe, oder nehme ich einen Kompromiss in Kauf, dass ich einen leichteren Reifen wähle, vielleicht ein wenig Pannensicherheit aufgebe, dafür besseren Rollwiderstand habe und weniger rotierende Masse, die ich beschleunigen muss. Und der letzte Punkt ist ein ganz ein kleiner und eigentlich der unwichtigste. Der letzte Punkt sagt Marke und Optik, weil der Reifen soll in erster Linie all diese Erfordernisse erfüllen und erst in zweiter Linie vielleicht von einer Marke sein, die mir nett ist. Kauf keine Reifen, weil sie dein Lieblings-YouTuber verwendet oder irgendein anderer Promi damit rumfährt. Kauf den Reifen deshalb, weil er für deine Fahrerei, für die Art, wie du fährst, wo du fährst, womit du fährst, am besten passt. Die Reifenauswahlkriterien vom Doktor gibt es selbstverständlich unten in der Videobeschreibung als PDF zum Download. So, gibt es noch was zu sagen oder wo ist mein Heferl? Vielleicht überlegt sich jetzt der oder die eine von euch, andere Reifen zu verwenden, als er vielleicht ursprünglich im Kopf hatte, ein anderes Profil zu verwenden oder eine andere Gummimischung. Schreibt unten rein in die Kommentare, welche Reifen ihr bislang benutzt habt, wo ihr damit fahrt, wie ihr damit fahrt und warum ihr sie wechseln wollt oder warum ihr sie nicht wechseln wollt. Und wenn ihr schon unten seid und da unten was reinschreibt, dann lasst gleich ein lustiges Daumensymbol da und ein Abonnement, dann sehen wir es auch beim nächsten Mal. Und mit dieser Erkenntnis sage ich danke fürs Zuschauen, danke fürs Video mit dabei sein. Wir sehen uns im nächsten Reifenvideo und bis dahin, passt auf euch auf, bleibt wie ihr seid, tschüss, baba und ciao.